Hallihallo, liebe Freunde! Die meisten von euch haben sich in den Kommentaren meines letzten Videos eine Fortsetzung zum Hassalphabet gewünscht. Deshalb geht es heute weiter mit dem Buchstaben C. Wie Chefs. Intro. Wow, macht jetzt etwa online seinen Chef zur Sau? Naja, um genau zu sein, bin ich gerade Schüler und habe demnach gerade gar keinen Vorgesetzten. Außerdem würde ich niemals öffentlich im Internet über meinen Chef herziehen. Aber ich möchte euch mit diesem Video zeigen, was für Arten von Chefs es denn so gibt und was für Erfahrungen ich damit schon gesammelt habe. Ich starte mal mit dem Zeitraum von 2008 bis 2013, in dem ich als Maler und Lackierer tätig war. Ich fange mal mit meinem damaligen Ausbilder an, der zwar sehr, sehr streng war, aber mich über den Zeitraum doch relativ oft gelobt hat und am Ende so mit mir zufrieden war, dass er mich sogar übernehmen wollte. Bis ich ihm auf einmal zu gefährlich war, weil ich auf einmal Mitglied im Betriebsrat war. Es hat nicht mal eine Woche gedauert und schon hat er mich aus seiner Abteilung rausgeworfen. In meiner zweijährigen Zeit als Malergeselle wurde ich mehr oder weniger in der Abteilung durchgereicht und konnte demnach viele verschiedene Erfahrungen mit verschiedenen Chefs machen. Zum Beispiel war da mein Chef, den ich zum Schluss hatte. Ich habe ihm über ein Jahr vor meiner Kündigung gesagt, dass es mein Wunsch ist, Mediengestalter zu werden, und er hat mir zugehört und mich bei meinem Berufswunsch unterstützt. Ich hatte sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen mit meinen Vorgesetzten. Und ich hatte einen, der war ein ganz besonderer Fall. Ich sage euch weder, wo ich gearbeitet habe, noch um wen es sich handelt. Aber eins kann ich euch sagen, dieser Typ ist das größte Arschloch, was mir in meinem ganzen Leben begegnet ist. Ich habe in meinem Leben schon mit vielen Vollidioten zu tun gehabt, das könnt ihr mir wirklich glauben. Aber dieser Typ hat bis heute alles getoppt. Dieser Typ hat seine Abteilung so sehr unter Druck gesetzt, dass die Leute morgens zitternd und mit Angst auf dem Hof standen. Ohne Scheiß, bei einigen hatte ich sogar den Eindruck, dass sie keinen Bock mehr auf ihr Leben haben. In einer so großen Firma hört man natürlich auf der Baustelle auch die verschiedensten Geschichten. Ein Mitarbeiter sagte mal, dass eben genau dieser Chef ihm sogar angedroht hätte, ihn von der Leiter zu prügeln, wenn er nicht schneller arbeitet. Und das hat der Chef ihm wohl genau so mitgeteilt, dass man diesen Satz wohl noch zwei Etagen tiefer gehört hat. Mit diesem Typen habe ich viele Sachen erlebt, die eigentlich nicht hätten sein dürfen. Aber es gab eine Sache, die werde ich in meinem ganzen Leben nie vergessen. Freitags hatten wir immer nur bis halb zwei Schicht. Es war ein Freitagmorgen und ich war damals auch mit meiner Ex-Freundin aus Bremerhaven zusammen. Ich hatte schon Wochen vorher ein arschteures Zugticket zu ihr bestellt, damit ich nachmittags zu ihr fahren kann. Und ich hätte dieses Zugticket in dieser Situation weder umtauschen noch sonst damit irgendwas machen können. Und dann passierte genau diese Situation. Ach, morgen Micha. Ich habe da eine neue Baustelle für dich. Da kannst du dann nach der Arbeit hinfahren und bis 18 Uhr Überstunden machen, ne? Nein, ich kann nicht. Doch. Du kannst. Nein, ich habe seit zwei Wochen Zugticket nach Bremen. Das kann ich nicht mehr umtauschen. Ich kann doch nicht länger machen. Ah, okay. Ja, ist Arbeitsverweigerung, ne? Das gibt eine Abmahnung. Da kümmere ich mich gleich drum. Natürlich ist das keine Abmahnung gewesen, da ich Überstunden am selben Tag, an dem sie erwünscht sind, natürlich ablehnen kann. Klar sollte man als Arbeitnehmer seinem Chef bei solchen Situationen immer entgegenkommen, aber bei dem? Nee. Das war jetzt natürlich nur ein Extremfall, es gibt natürlich viele verschiedene Arten von Chefs. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Zeit von Endemol Beyond denke. Hey Harald, hör mal, mein Onkel ist gestern gestorben und ich wollte mal fragen, ob ich nächste Woche eventuell mal eine halbe Stunde eher gehen könnte. Du bist entlassen. Wie kannst du es wagen, eine halbe Stunde eher gehen zu wollen? Nein, nur Spaß. Am schlimmsten ist es natürlich, wenn es zu so Sachen wie dem Arbeitsgericht kommt. Zum Beispiel denke ich da an Chefs, die die Mitarbeiter einfach nicht bezahlen. Okay, ich selbst habe in meinen 6 Arbeitsjahren natürlich noch nicht so viel erlebt, aber man macht sich aus allem eine Meinung, ne? Als Mediengestalter war das Verhältnis zu meinem Vorgesetzten wesentlich entspannter als damals auf der Baustelle. Aber auch dort habe ich hin und wieder mal einen rüberbekommen. Noch niemand hat ausgelernt und jeder macht mal was falsch. Aber das Wichtigste ist, dass das Verhältnis zum Vorgesetzten mit gegenseitigem Respekt geprägt ist. Dies war aber bei mir von diesem einen Malerchef damals nicht gegeben. Und wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, nein, vor so einem Menschen habe ich auch keinen Respekt. Und genau aus diesem Grund habe ich dieses Thema ins Hassalphabet mit reingenommen, weil ich genau diesen einen Typen aus voller Seele gehasst habe. Denn Drohungen und Terror haben auf der Arbeit nichts zu suchen. Ihr müsst euch immer im Hinterkopf behalten, dass ihr für euren Chef arbeitet, um euer Geld zu verdienen. Allerdings müsst ihr zusehen, dass ihr mit dem, was ihr tut, glücklich seid. Denn eine Situation, wie ich sie hatte, steht ganz schön auf die Psyche. Das könnt ihr mir glauben. Sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht Woche für Woche hier stehen und euch erzählen, was ich hasse. Hattet ihr denn schon mal einen Chef, den ihr wirklich gehasst habt? Und wenn ja, wie ist es dazu gekommen? Schreibt es mir unten in die Kommentare oder gerne auch privat auf einen dieser Portale. Ich habe ein Ohr für euch. Was für Dinge mit dem Buchstaben C habt ihr denn so noch, was ihr wirklich nicht ausstehen könnt? Runter damit in die Kommentare. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, und tschüss, bis nächste Woche.